Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Resonanzkreis Anwendungsbeispiel. Ich möchte Ihnen nämlich heute für einen Resonanzkreis, den wir in den letzten Folgen kennengelernt haben, ein Beispiel nennen, nämlich wie es genutzt werden kann für die Positionserkennung in einem Wireless Charging Pad. Ich zeige Ihnen den Schaltplan und die Funktionsweise. Das Anwendungsbeispiel: kontaktloses Laden durch Induktion. Sie kennen inzwischen vielleicht alle Ladegeräte, mit denen Mobiltelefone kontaktlos geladen werden können. Das ist dieser SCHI-Standard. Und da war ich, als ich zur Zeit bei Philips gearbeitet habe, mit dran beteiligt. Bevor dieser Standard kreiert wurde, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und welche Möglichkeiten gibt es nicht. Und der SCHI-Standard zeichnet sich dadurch aus, dass er ermöglicht, auch wenn es nicht immer umgesetzt wird, dass man ein Mobiltelefon oder andere Geräte auf eine Fläche legt und dann automatisch erkannt wird, an welcher Stelle das Gerät liegt und dass dann nur an dieser Stelle dann entsprechend Magnetfeld auch erzeugt wird. Auf die Weise kann man vermeiden, dass zu viel Magnetfeld erzeugt wird. Man hat eine bessere Effizienz und weniger Belastung durch Magnetfelder für die Umwelt. Wie kann so etwas funktionieren? Nun, dieses Charging Pad besteht aus mehreren Spulen, die als Transmitter funktionieren können. Konkret sind das Spulen, die in der Leiterplatte integriert sind. Und jede dieser Spule hat in der Mitte einen Sensor. Eine erste Version, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, funktioniert folgendermaßen. Ich muss dazu sagen, dass später im Standard SCHI ein anderes Verfahren gewählt wurde. Macht nichts. Das Verfahren, was ich Ihnen hier vorstelle, das braucht nämlich einen Resonanzkreis. So, wenn Sie jetzt also einen solchen Empfänger auf dieses Charging Pad drauflegen, dann erkennt der nächstgelegene Sensor, dass etwas drauf ist. Und zwar erkennt er es dadurch, dass im Empfänger eine magnetisch leitende Ferritplatte angeordnet ist. Das ist diese hier. Die hat dann zwei Funktionen, nämlich die eine, dass der Detektor erkennt, dass da was ist, und zum anderen schirmt sie Magnetfelder von den Spulen zur darüberliegenden Schaltung ab. Gut, wie funktioniert nun dieser Empfänger? Sie sehen jetzt hier den Schaltplan. Die relevanten Bauteile werde ich Ihnen gleich nochmal im Detail erläutern. Aber entscheidend ist diese Sensorspule, die jetzt hier mit dem Pfeil bezeichnet ist, die sitzt zusammen mit einem Parallelkondensator, der daneben auf der Leiterplatte angeordnet ist oder hier im Schaltplan angeordnet ist, in einem Resonanzkreis. Diese bilden einen Resonanzkreis, der wird gespeist durch einen relativ hochohmigen Widerstand hier, sodass praktisch die Spannungsquelle, die hier reinkommt, sozusagen wie eine Stromquelle wirkt, und die Amplitude, die jetzt hier an diesem Resonanzkreis herrscht, die wird gleichgerichtet durch diese Diode. Dieser Kondensator und der Widerstand sorgen dafür, dass diese gleichgerichtete Spannung nur noch wenig Ripple hat, sodass wir dann also praktisch hier diese Amplitude dieses Resonanzkreises als Spannung zur Verfügung haben, und die wird dann verglichen mit einer Referenzspannung, die dann hier an Pin 3 durch diesen Spannungsteiler hier von diesen beiden Widerständen erzeugt wird. Alles Weitere ist jetzt nicht ganz so wichtig für die Schaltung. Entscheidend ist, dass dieser Komparator erkennt, ob die Amplitudenspannung hier größer oder kleiner als ein Schwellwert ist, den wir eben mit diesen Spannungsteiler hier einstellen können. Gut, was müssen Sie noch wissen?
Richtig? Die Sensorspule verändert ihre Induktivität, wenn ein Gerät drauf liegt. Sie hat ursprünglich eine gewisse Induktivität von etwa 1 bis 2 Mikrohenry. Und wenn ein weichmagnetisches Material drauf kommt, dann wird die Induktivität dieser Induktivität größer. Wenn jetzt ein falsches Gerät da drauf kommt, was vielleicht ein gar kein Gehäuse hat, dann passiert natürlich nichts. Und wenn das ein einfaches Metallgehäuse hat, dann entstehen in diesem Metallgehäuse Wirbelströme, die sorgen dafür, dass die Induktivität sogar kleiner wird. So, was bedeutet das dann für den Resonanzkreis? Schauen wir uns das einmal an. Wir haben also hier, ähnlich wie wir das eben kennengelernt hatten, den Frequenzverlauf der Spannung an diesem Gerät. Das entspricht praktisch dem Frequenzverlauf der Impedanz, da wir den Resonanzkreis mehr oder weniger mit einem konstanten Strom füttern. Und die Resonanzfrequenz ist jetzt so abgestimmt, dass sie hier bei einer bestimmten Frequenz, also knapp 900 Kilohertz ist. Und wir betreiben das Ganze aber bei einer niedrigeren Frequenz, in diesem Fall bei 700 Kilohertz. Und wir sehen jetzt an dem blauen Punkt, dass im Normalfall die Spannung von diesem Resonanzkreis, an diesem Resonanzkreis niedriger ist als ein Schwellwert, der hier ebenfalls als Erkennungslimit eingezeichnet ist. So, was passiert, wenn wir jetzt hier da ein Bauteil drauflegen? Die Induktivität, die erhöht sich, wird größer. Damit verschiebt sich die Resonanzfrequenz nach niedrigeren Frequenzen. Und das bedeutet, dass wenn das Gerät also richtig gut drauf liegt, im Zweifelsfall die Resonanzfrequenz ungefähr bei der Betriebsfrequenz ist. Ja, die verschiebt sich dorthin, sodass dann also die Impedanz deutlich höher wird, die Spannung wird höher und überschreitet das Erkennungslimit. Und in diesem Fall würde dann diese entsprechende Zelle eben ein Wechselmagnetfeld erzeugen, um das Handy zu laden. Wenn jetzt eine Metallplatte da drauf lege, dann würde die Resonanzkurve sich in die entgegengesetzte Richtung verschieben und die Spannung am Resonanzkreis würde sogar noch kleiner. Das heißt, das Gerät würde erst gar nicht reagieren. Tatsächlich ist diese Erkennung allerdings dann in den Standard nicht übernommen worden, sondern konkret funktioniert es so für die, die es wissen möchten, dass das Charging Pad sendet in regelmäßigen Abständen kurze Informationspulse, kurze Pulse, auf die dann der Empfänger mit einer kurzen Nachricht antworten muss. Das ist ein ähnliches Verfahren, wie es auch bei NFC-Chips verwendet wird. Allerdings wird nicht exakt das Verfahren von NFC-Chips verwendet, aber es ist vergleichbar. Das ist zuverlässiger, hat ja zuverlässiger erwiesen als diese Erkennung hier mit Ferriten. Gut, damit möchte ich mich für heute verabschieden und sage bis zum nächsten Mal.